Freunde, hallo und willkommen. Es ist Montag, es gab kein Update in Fortnite, es gab noch kein Spider-Man, es gibt nichts zu berichten und deswegen ist hier der Minecraft-Pro zurück. Basti hat gesagt, ich soll noch eine Folge raushauen. Hier ist er. Und jetzt ist die Frage, was mache ich als nächstes? Aber ich weiß schon ein bisschen, was ich als nächstes tue. Mir wurde gesagt, ich soll jetzt als nächstes in der Höhle und Kohle scheffeln. Ich weiß weiterhin nichts über dieses merkwürdige Spiel. Ich glaube, das kam auch erst vor ein paar Tagen raus, Minecraft. Deswegen habe ich es ja auch neulich gespielt, das erste Mal. Aber egal, ja, Abfahrt rein da. 28 Streams, bau dich einfach runter. Das ist doch zu einfach. Bau dich 10 Blöcke runter und dann einfach in eine Richtung. Ist ein Wort, kleiner Keks. Und weh, das funktioniert nicht. Ich baue mich nach unten. 10 Blöcke, am besten genau hier. Das ist eine gute Idee. 10 Blöcke runterbauen. Weh, das funktioniert nicht. Und ich mache schön 3 in einer Reihe. Warum? Keine Ahnung. Dann kann ich gleich ein bisschen farmen. So, hier ist wieder dieses... Was sind das für Teile? Neue Rezepte. Was sind das für Diamantenartefakte? Vielleicht ist da Lava, pass auf. Ah, das ist so alles kein Problem für mich. Wenn da Lava ist, dann trinke ich es einfach. Habe ich von Fritz gelernt. Und jetzt in irgendeine Richtung. Was, ja, was ist denn das Ziel? Ich baue mich jetzt einfach irgendwo rein und dann, wie geht's dann weiter, Mann? Was ist denn das jetzt? Hey, ich habe eine Höhle gefunden. Geil. Fortnite ist scheiße. Warum? Bann den weg, Ding. Musst du erklären, Schnitzelsoße, weil Fortnite ist eigentlich ein heißes Spiel. Ups, für heiße Leute. Was habe ich hier eingesammelt eigentlich? Was sind das? Ist das alles Kupfer? Ups, mein Ding ist kaputt. Habe ich gar nicht gemerkt. Da mache ich mit der Steinaxt einfach weiter. Nee, dumme Idee. Mist. Okay, ich frage jetzt euch. Ich habe meine Spitzhacke kaputt gemacht. Gehe ich jetzt am besten wieder raus? Raus. Okay. Und dann komplett raus. Habe ich zufällig eine Werkbank auch dabei? Nein, natürlich nicht. Ich habe schon wieder alles verlernt. Ich baue mir einfach noch eine Werkbank. Verstehst du? Ich bin nämlich so ein heißer Hund. Und jetzt schmiede ich mir einfach hier Steinspitzhacke. Und schon habe ich eine neue. Oh, bin ich geil. Wow, warum ist es dunkel? Wie spät ist es? Ich will hier unten nicht verrecken. Das wäre ungediegen, wenn ich unten verrecke, Alter. Warum ist es plötzlich so? Ich habe Angst. Jetzt habe ich Angst, Mann. Danke dafür. Wehe, ich sterbe hier unten. Das werde ich euch nie verzeihen. Wie macht man sich eine Fackel? Habe ich zufällig... Es gibt doch ein Rezeptbuch für sowas. Ich suche einfach nach einer Fackel. Hey. Kohle. Wo kriege ich Holzkohle her? So, weg da. Zylkoks. Kokain überschwemmt Deutschland. Ich brauche Kohle. Wo finde ich Kohle? Hä? Da, das ist Kohle. Bin ich mir ganz sicher. Ist das Kohle? Vielleicht ist es wirklich Kohle. Ich weiß es nicht. Was ist dieses Zeug? Ich spiele doch erst zum zweiten Mal. Was sind das für Nuggets? Kohle und Stock. So, und jetzt kann ich es bauen in Dreck. Bin mir sicher. Hier ist doch eine Fackel. Hey! Na, also eine Fackel. Am besten gleich 4, weil ich Bock habe. Wie wählt man die aus? Hey, jetzt ist es hier drin. Hell. Ich bin ja so cooler Hund, Mann. Was mache ich hier drin jetzt eigentlich? Jetzt habe ich Kohle. Alle haben ihm gesagt, ich soll mir Kohle holen. Jetzt habe ich Kohle. Rich. Was kommt als nächstes? Eisen. Wie finde ich Eisen? Als nächstes kommt Diamant. Na jetzt, was mache ich hier? Wie finde ich Eisen? Du kannst die Fackel in die linke packen. Was meinst du mit in die linke packen? In die linke Hand? Wie? Sag's mir, random Guy. Nee, das macht keinen Sinn, da will ich damit hauen. Nimm die Fackel in die Hand und dann drück mal F. Press F in der Chat. Boah, das ist bestimmt... Alter Schwede, ich werde nicht mehr, aber das Ding leuchtet nicht. Und dann muss ich das Ding vorher anzünden im Inventar. Das ist nett, das findest du Eisen in der Höhle. Aber wie? Findet nicht noch nicht einfach Eisen in der Höhle, weil man lustig ist. Was mache ich dann eigentlich, wenn ich Eisen habe? Ich kann doch nicht einfach so hier wie so ein... Wie so ein Bergarbeiter die ganze Höhle hier kaputt hauen und dann, wenn ich irgendwann mal Eisen gefunden habe, was kommt dann als nächstes, Mann? Ich check's immer noch nicht so ganz. Was mache ich hier, Mann? Ich baue mich hier in der Höhle ein, in der verzweifelten Hoffnung, Eisen zu finden, aber die... Was war das für ein Geräusch? Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Das ist wahrscheinlich viel zu leise für den Stream. Minecraft ist ein Horrorspiel. War aber höchst merkwürdig und meine Spitzhacke ist gleich wieder down. Das heißt, ich muss mir gleich mal eine neue machen. So, und weiter geht der Wahnsinn. Was bringt es eigentlich, wenn ich das Ding in die linke Hand nehme? Die Fackel. Das macht auch überhaupt keinen Sinn. Unglaublich. Wie können Leute das nur professionell spielen?
Aber ich bin nicht lost, übrigens wollte ich nur mal gesagt haben. Ich will aber nicht weiter nach unten, gelle, aber ich muss wohl. Na schön. Hola, die Vertrag. Was geht, FF Plays? Was habe ich jetzt schon wieder gestohlen? Außer natürlich die ganzen Gags. Ne, Moment mal. Ist da Lava? Ich höre schon wieder Sachen, die mich nicht fröhlich stimmen. Da ist echt was. Ich glaube, da ist Lava. Ich höre es doch. Was? Schreck mich doch nicht so. Alter Schwede, Mann. Das ist er. Husch. Alter, ich habe Resident Evil durchgespielt. Ich habe Alien durchgespielt. Silent Hill. Und Phasmophobia. Ich habe mich noch nie so erschrocken wie jetzt gerade. So, okay. Jetzt bin ich in der Lavagrube. Bringt mir das eigentlich überhaupt was, dass ich mich hier bis zur Lava durchgebuddelt habe? Kann ich mit dieser Info irgendwas anfangen? Also ich finde mein kleines Lava-Wohnzimmer hier sehr schön. Bei Lava findest du Diamanten. Danke, Schnitz. Ist nichts anderes als Lost. Schnauze. Vielleicht in einem alternativen Universum bin ich Lost, aber in diesem Universum bin ich ein Champion. Comic King. Rap King. Burger King. Na schön. Ja, toll. Jetzt habe ich hier mein Lava-Wohnzimmer. Was mache ich jetzt damit? Das ist ja schon wieder absolut überflüssig. Chuck Norris ruft bei mir an. Hey, hier geht's weiter. Ich freue mich so. Oh Mann. Und meine Spitzhacke ist bald schon wieder tot. Spring die Lava, diese Diamanten. Schnitzelsoßen, Mann. Ich bin zwar ein Kasper. Push. Und ich hätte schon gedacht, ich verreck hier eiskalt. Nicht wahr? Was ist denn das hier? Ah, jetzt habe ich es gefunden. Da ist der heilige Gral drin in dem Raum hier. Ich bin mir ganz sicher. Da unten ist jemand. Der will hier hoch. Was will der von mir? Nicht runterspringen, ist eine schlechte Idee. Solange keiner hinter mir kommt. Nee, der kommt hier nicht hoch, oder? Nee, nee, der kommt da nicht hoch. Der bleibt da unten. Du kannst dem Zombie die alte Spitzhacke auf den Kopf werfen, dann stirbt er. Ich glaube ihm kein Wort. Womit schmeißt man Sachen mit Kuh, nicht wahr? Aber der ist Verschwindibus. Ja, da kommen sie, sind gerade zu zweit. Alter, nee, das glaube ich nicht. You serious? Und ich tue es echt. Aber jetzt wird es Zeit fürs Schwert. Sir Blech. Und jetzt springe ich da runter. Nee, runterspringen ist doof, dann verrecke ich ja. Ein paar Sekunden später. Und ja. Oh, nee, es war dumm. Wie viel halten die aus? Die halten zu viel aus. Ich habe zu wenig Leben. Wie viele sind denn hier? Oh, der hat einen Bogen. Ich werde verrecken. Elendig. Ich werde elendig verrecken, alter Scheißdreck, Mann. Das wird nichts jetzt. Weil ich habe auch nichts mehr zum Mampfen. Das wird der erste heiße Tod. Oh, da sind ja noch mehr. Oh, ich bin so blöd. Oh, hier oben bin ich absolut geschützt. Okay, das war das erste Abenteuer. Spitzname Indiana Jones. Das ist Sand. Ja, was ist das Problem? Sand hilft auch, Mann. Alles. Ich habe es doch letztes Mal schon gesagt. Alles, was auf Sand gebaut ist in der Geschichte der Menschheit, hat immer standgehalten. Also, wie kann man nur so unqualifizierte Meinungen da raushauen? Ich habe in meinem Leben schon mehrere Häuser gebaut, also im echten Leben. Und nur 3 von den 12 sind eingestürzt. Die anderen hatten keine Baugenehmigung, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Das gibt eine Anzeige. Ich habe nichts überlebt. Wie findet ihr das? Ich meine, da unten sind heiße Sachen, aber ich habe kein Leben, ich habe nichts zu essen, ich muss wieder nach oben. Aber wie komme ich hier wieder nach oben? Das reicht. Wo bin ich jetzt hier? Hey, ist wieder ein bisschen Lava. Ich bin gespannt, ob ich hier lebendig wieder rauskomme. Ich tippe ja auf nein, aber egal, Mann. Jetzt wird weitergebaut. Drück mal Alt F4. Das mache ich. Fällt wirklich noch jemand drauf rein? Bei mir ist es zweimal, hat es funktioniert. Aber beim dritten Mal habe ich es gewusst. Beat bringt sich noch selber um. Nee, ich komme hier lebendig wieder raus. Ups, ach so, ist mir kalt. Ich bin schon wieder erschrocken. Das heißt, wieder eine Pickaxe. Ach so, die lebt sogar noch, die Steinspitzhacke. Die habe ich wieder eingesammelt. Der Knilch von vorhin, der gesagt hat, ich soll sie auf die Zombies schmeißen, die habe ich dann wieder eingesammelt. Aber jetzt muss ich mir trotzdem eine neue basteln. Na schön. Das ist doch zermürbend. Es ist ein Horrorspiel. Und ein Grindspiel Minecraft, wer hat es nicht gewusst? Ich muss tatsächlich mal nach oben bauen. Ich Power-Experte, ich baue wirklich nur die ganze Zeit von links nach schräg. Und es ist so dunkel. Ich könnte mal eine Fackel, ich habe eh nur noch eine, dann hin damit. Macht das Sinn? Nee, aber es ist heller. Ehre geht raus an alle, die was wissen über Minecraft, weil ich nicht. Auch wenn man es nicht sieht, ist schon klar. Wenn man mir beim Spielen zusieht, dann denkt man sich natürlich die ganze Zeit, Junge, der spielt seit Tag 1. Wahrscheinlich hat er das Spiel mitentwickelt. Aber wenn ich die Wahrheit sagen soll, nein, ich war nicht dabei. Komme ich eigentlich jemals wieder raus? Hört ihr die Musik, Mann? Gibt's was Idyllischeres?
als kurz vorm Selbstmord in Minecraft zu stehen? Ich glaube nicht. Warum spielst du kein Fortnite? Weil ich von Microsoft unglaublich viel Geld dafür bekomme, Minecraft zu spielen. Was ist hier los? Hier ist Wasser, schnell! Ich bin im See! Oh, Mist, nicht erst saufen! Bau dich hoch! Bau dich hoch! Wo bin ich? I'm under the water. Dieser dreckige Fuck, es ist ein Wasserfall! Alter Schwede, wenn ich nicht so eine ultra geile Socke wäre, wäre ich jetzt auch noch knallhart verreckt. Da vorne ist mein Bunkerhaus. Ich gehe in mein Bunkerhaus und schlafe erstmal eine Runde drüber. Nein, Mann, es war jetzt echt ein harter Tag. Und jetzt komme ich nach Hause, mache die Tür zu und hier Werkbank und einen Ofen. Oh mein Gott, war das hart. So, ich leg mich jetzt hin, einfach aus Prinzip. Du kannst ja nachts, wenn das Gewitter, schlafen. Angenommen, ich habe manische Depression. Ist das ein Wort? Was ich jetzt tun sollte, ist, ich brauche jetzt mal ein bisschen Hilfe mit dem Inventar. Was mache ich mit dem? Ich tue es einfach abbauen. Ich meine im Sinne von, ich tue es einfach verbauen in noch ein Haus. Kisten bauen, dann in die Kisten rein. Man kann Kisten bauen, ich werde nicht mehr. Kiste? Wie baut man eine Kiste? Die lügen mich schon wieder an. Kiste heißt Truhe. Die Kiste heißt Truhe. Wer ahnt denn sowas? Ja, was jetzt? Hey, alter Beach, stell mal eine Kiste her. Ich suche nach einer Kiste. Es gibt keine Kiste. Ach so, die Kiste heißt Truhe. Und dann bin ich wieder schuld, gelle, verstehst du das? Eine Truhe. So. Eichenholz. Doch nicht. Hä? Habe ich so wenig? Ich habe so wenig Bretter. Ja, ich habe so wenig Bretter. Scheiße. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen Bruchstein verbauen. So, ich habe jetzt wieder Platz im Inventar. Da, wie findet ihr meine Veranda hier? Die ist doch nett. Ja, da ist ein schöner Ausblick. Na gut. So, Truhe. Zack. Jetzt habe ich eine Truhe. Angeblich. Die muss ich allerdings auch auswählen. Wer ahnt denn sowas? Was will ich mit Löwenzahn eigentlich? Zack. Zack. Das ist eine merkwürdige Platzierung. Was mache ich jetzt mit der Truhe? Öffnen. Hey, das ist mein Team. Best Team, B-Team for life. Das ist klar. Zack. Und zack. Und zack. Alles rein da. Alles rein. Kohle. Nein, ich brauche meine gute Kohle. Gronkh hat ein Lied drüber gemacht. Ich habe es geschrieben. Und jetzt mache ich hier noch den Block voll. Ja, mit dem Bruchstein. Weil mein Team hat gesagt, sie möchten eine schöne Bruchstein-Veranda, auf der man anständig laufen kann. Und genau das mache ich jetzt. Perfekt, Mann. Und jetzt, eigentlich müsste ich ja Sand hinten, ja komm, egal. Und zack, jetzt mache ich hier noch eine schöne Doppeltreppe. Ist ja schon soweit, siehst du? Wie kann ein Typ nur so heiß sein, verstehst du? So, also, ein Ultrabalkon habe ich. Das ist kein Balkon, das ist, weiß ich nicht. Aber jetzt kann ich hier rauf und auf der anderen Seite auch. Na gut, mittlerweile muss ich sagen, Minecraft ist eine Wissenschaft für sich. Ich finde, ich habe es mal richtig weit geschafft. Also ich finde es geil. Erstens war ich tief in der Höhle drin und ich bin nicht verreckt. Zweitens habe ich mein Haus ein bisschen ausgebaut. In sehr schönen Farben, muss ich sagen. Guckt euch an, den Bunker hier. Und ich komme hier allerdings nicht mehr hoch. Das ist allerdings nicht so sinnvoll. Da kann man noch ein bisschen, naja, so. Das ist schön. Das ist schön. Und genau.